Herzlich willkommen, liebe HBW-Fans. Der 29. Spieltag steht vor der Tür. Wir empfangen TuS N Lübbecke zu Hause in der Sparkassenarena. Jens ist wieder hier. Schön, dass du da bist. Glückwunsch erstmal zum Sieg bei den Vikings. Deutliche Geschichte vor komischer Kulisse irgendwie. Ja, warst du aber zufrieden, oder? Insgesamt. Ja, war ich. Absolut. Ich glaube, man muss erstmal auswärts gewinnen. Dann muss man erstmal auswärts mit 14 Toren Unterschied gewinnen. War natürlich schon ein Spiel mit ganz, ganz seltsamer Atmosphäre. Das habe ich das letzte Mal, glaube ich, so in der C-Jugend erlebt, so mit 200 Zuschauern als Trainer. Also war schon besonders. Die Jungs haben es gut gemacht, waren konsequent, haben uns auch von dieser doch auch sehr verrückten Abwehr da nicht beeinflussen lassen und haben das Ding sauber zu Ende gespielt. Waren geduldig, haben die Chancen sauber reingemacht. Also plus 14 kann ich absolut mitleben. Kleiner Wermutstropfen. Kiwi hat sich im Abschlusstraining verletzt. Manni zum Spielbeginn, Gregor ist auch noch ausgefallen. Wie ist der Stand der Dinge bei den dreien im Moment? Ja, Kiwi hat eine Knieverletzung und wird die nächsten paar Wochen auf jeden Fall ausfallen. Mal gucken, ob die Runde nochmal kommt oder auch nicht. Mal gucken, wie der genaue Heilungsverlauf nachher sein wird. Und Manni war dann eher eine Vorsichtsmaßnahme, dass wir nicht weiter spielen lassen. Haben wir am Montag checken lassen von unserem Mannschaftsarzt Dr. Fröhrer. Der hat auch grünes Licht gegeben für Spiel. Von daher sind wir guter Dinge, dass er auch bis Freitag dann bei 100% ist, hat es auch schon gut trainiert hat. Und da habe ich wenig Sorgen, dass wir da mit voller Kapelle auflaufen. Und auch Gregor hat jetzt die ersten Gehversuche in der Halle wieder gemacht. Muss man gucken, ob das reicht, ob nicht, wie der Fuß reagiert. Aber die Chancen, dass er aufläuft, sind auch da gegeben. Jetzt geht es am Wochenende gegen Lübbecke. Die sind ja, punktemäßig, haben sie schon ein bisschen Rückstand. Wenn die nochmal angreifen wollen, müssen die natürlich jetzt bei uns gewinnen. Ist dann der Druck deshalb auch mehr bei unseren Gästen als bei uns jetzt am Freitag? Druck habe ich mir ehrlich gesagt, was das Thema angeht, gar keine Gedanken mehr, da wohl mehr haben könnte. Ich glaube, Nettelstedt hat sich das anders vorgestellt in dem Jahr. Haben wahrscheinlich individuell auch die stärkste Mannschaft, aber spielen momentan nicht so, wie die Qualität dieses Kaders wahrscheinlich auch vermuten lässt. Haben aktuell schon noch ein paar Baustellen, auch jetzt die Spiele in den letzten Wochen waren es nicht ganz so souverän. Aber wo wir wissen, dass da wahrscheinlich der Aufstiegsfavorit Nummer 1 vor der Runde da auf uns kommt, wird es schon eine Aufgabe hier für uns daheim, diesen 24. Heimsieg in Folge zu holen. Und trotzdem sind wir guter Dinge, haben gut trainiert. Wahrscheinlich die beste Trainingswoche seit Wochen. Und also qualitativ bin guter Dinge, dass wir eine Chance haben, hier die Punkte daheim zu holen. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Einerseits sind sie auf dem Papier, René Zobler hat im Sportstudio auch gesagt, auf dem Papier theoretisch die beste oder mit einer der besten Mannschaften der Liga. Hatten jetzt den Trainerwechsel noch mit drin vor ein paar Wochen. Vor was für Aufgaben stehst du speziell bei der Einstellung der Mannschaft und vor was für Aufgaben steht die Mannschaft dann am Freitag, genau, wenn es jetzt gegen Lübeck geht? Gerade auch mit dem Trainerwechsel vielleicht im Hintergrund. Oh, ich kenne Heidi jetzt auch schon ein paar Jahre. War ja in der zweiten Mannschaft tätig, als ich in Hannover tätig war. Ich glaube schon, dass Heidi es schafft, eine gute Stimmung wieder in diese Mannschaft reinzukriegen. Das ist schon auch eine Gabe, die er hat. Und das ist schon gefährlich bei solchen Mannschaften, dass die einen überragenden Handball spielen können. Das haben wir im Hinspiel erfahren, auch wenn wir da vielleicht ein bisschen mehr an uns selber gescheitert sind als an ihm. Aber die können gut Handball spielen und die werden hier um die Punkte kämpfen. Für sie ist der Sieg gar nicht so wichtig, sondern eher die Art und Weise, wie sie sich präsentieren. Bei uns geht es eher um den Sieg. Und deshalb wird es einfach ein ganz, ganz tolles Duell. Ich freue mich, die Halle wird voll werden, da bin ich guter Dinge zumindest, dass es wird. Und ich hoffe, dass die Halle uns zu dem nächsten Heimsieg trägt, weil es natürlich schon auch ein sehr, sehr schönes und emotionales und wichtiges Spiel für uns alle ist. Das ist das Stichwort für euch. Es gibt noch ein paar Restkarten im Stehplatzbereich. Holt sie euch seit am Samstag, nein, am Freitag, 19.45 Uhr, ungewohnte Anwurfzeit dabei. Wie gesagt, am Freitag dann hoffentlich mit 2 Punkten im Gepäck. Wir wünschen den angeschlagenen Verletzten von uns eine gute Heilung, möglichst, dass am Freitag alle dabei sind oder möglichst viele dabei sind. Ihr seid dabei hoffentlich, Freitag 19.45 Uhr gegen Lübbecke hier in der Sparkassenarena und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.